Recht herzlich willkommen zur 149. Folge von City Skylines. Wir haben gesagt, dass wir letztes. Nee, warte, falsche Tasten hier, wo jetzt lang. Hier noch irgendwie aufräumen wollen. Das ist hier gewesen. Da werden wir uns dann dran bemühen. Was mir noch einfiel beim letzten Mal, wir haben ja da unten Gebiete gehabt, wo wir den Strom rübersetzen wollen, hier sozusagen, ne? Hier irgendwo waren die. Warte, können wir einschalten, dann sehen wir es. Zum Beispiel, das heißt, wir müssen eigentlich zusehen, dass wir woanders diese dezimieren, um das zu schaffen. Zum Beispiel sowas hier, ne, kann man wegmachen dann. Weil hier wäre jetzt doof, wenn die sich entscheiden, da zu bauen, anstatt da zu bauen, ne? Es wäre dann schon sehr wichtig, auch welche Flächen erstmal wegzunehmen, die nicht so sehr benötigt werden, ne? Hier reingucke, dann wird der Strom schon im Feld 2 sein. Genau so ist es. Dann kann man dieses hier noch abschalten, ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ja da gebaut wird, viel größer. Und über die Industrieflächen, ne, können wir ja eigentlich relativ viel steuern, weil ich glaube, das sind die Flächen, die relativ wenig sind, ne? Wenn wir hier immer noch welche zwischen sitzen, die sollten wir dann vielleicht mal noch deaktivieren, ne? Muss man natürlich auch immer darauf aufpassen, dass die Verbindungen irgendwo sind, ne? Aber das ist ja hier noch eine Leitung. Und dieses ist ja nice to have hier, aber das muss auch kein Industriegebiet in der Ecke eigentlich sein, ne? Glaube, hier brauchen wir uns auch keine Sa Sorgen machen wegen dem Strom, ne? Ne, brauchen wir nicht. Ist auch so weg, weg. Und wenn da welche frei werden sollten in der Ecke, dann sollte man das vielleicht auch wegziehen. Hier, das war ja unser Wald. Industriegebiet, da baut noch keiner. Wer weiß, ob da überhaupt nochmal gebaut wird. Hier muss man immer so ein bisschen den Blick haben. Okay, funktioniert noch. Hinter, das kann auch weg. Kurz einmal hier reingeguckt. Ja. Das würde hier die Verbindung trotz alledem noch geben, ne? Genau. Also da weg. Hier liegen auch noch welche brach. Kurz gucken. Ja, das ist nur alles abgedeckt, ne? Das haben wir schon ausgeschaltet zum Beispiel. Ja, Strom müssen wir im Auge behalten, hat man gesagt, ne? Geht's hier rüber? Hier geht sowieso nichts rüber, oder? Nö, das war also auch ziemlich egal hier. Ah, da ist noch einer jetzt. Ja, lass das mal so. Die beiden weg. Die auch weg. Hier sind noch 12 Flächen, die mache ich weg. Das ist auch noch Strom. Ja, hier gab es dann noch Industrie, ne? Weg, alles weg. Da steht ein Haus drauf, da nicht. Das kann auch weg. Das auch weg. Ne, da ist wohl was drauf, ne? Hier fehlt eins. Da. Das Endstück weg. Da ist, glaube ich, was drauf, ne? Man sieht es, dass das so ein bisschen andersfarbig hier ist, ne? Da geht auch weg. Gut, die brauchen Arbeiter. Hier hinten war nichts mehr. Ja, mal rauszoomen, dann sehen wir die gelben Flächen. Da haben wir schon durchgeforstet, da auch. Hier waren wir auch schon. Dann haben wir hier noch was, aber das ist alles noch da. Es sind auch nur wenige, die nicht benutzt sind in dem Sinne. Und hier haben wir noch das. Ah, da ist sogar auch noch eins. Sollten wir definitiv hier mehr forsten, oder? Kurz einmal Stromverbindung checken. Hier außen. Und da außen. Also das in der Mitte können wir eigentlich bearbeiten.
Machen wir das weg. Wie sieht's aus? Hat da noch Verbindung? Obwohl da nichts ist, hat es da Verbindung. Also den da dürfen wir nicht wegreißen. Hier ist... Was ist das? Das ist die Frage gerade. Feuerwache, glaube. Deswegen ist da eine Verbindung. Ich glaube, das kann alles weg. So, hier vorne müssen wir aufpassen. Das lassen wir mal so. Ah, schau mal an, grüne Flächen, blaue Flächen, kurz zu sehen gewesen. Sehr schön. Also wird das wieder was. So, hier müssen wir dann nochmal durchforsten. Hier machen wir mal einen ganzen Straßenzug weg. Um das dann wieder richtig hinzukriegen, ne? Das war ja damals Öl hier, ne? Da steht was drauf. Das ist ein Baum. Kann also weg. Ich glaube, da ist auch nichts drauf. Da steht was drauf. Da sind Bäume nur. Muss mal gerade mit dem Strom gucken, aber da sollte alles noch passend sein, ne? Jo. Geht, ne? Ich glaube, da forste ich nochmal durch. So. Passt. Hier ist ein ganzer Straßenzug, den machen wir mal gerade weg. So, da unten war gerade wieder ein blaues bisschen am Blitzen. Das heißt, da wollen sie auch wieder mehr haben. Wir haben auch schon 42.000 Einwohner, fast 43. Das ist auch gut. Jetzt müsste man gucken, ob dann hier was passiert auf unseren Wegen, die wir hatten. Ne? Hier zum Beispiel. Und da hat sich tatsächlich eine Industrie angepflanzt, die da nicht war. Und dadurch haben wir jetzt eine Verbindung bis nach da. Das ist doch schon mal cool, oder? Die war vorher, glaube ich, hier nicht. Gut. Hier fehlt es aber noch überall. Da ist ja industriemäßig was und da war gebäudemäßig was, oder? Ja. Das muss dann noch passen. Gut. Ja. Jetzt müssen wir hier nochmal reinschauen. Da läuft was falsch. Hier leert sich nicht. Aber wohl letztes Mal irgendwas doch noch falsch hier gemacht, oder? Das leert sich, ne? Kein Platz mehr, ja, das ist klar. Aber wenn es blinkt, ist das an der obersten Kante und wird weniger, meine ich, ne? Irgendwo was? Nein, passt alles soweit. Wohl. Ja. Da waren gerade wieder ein grüner Balken, dass Wohnhäuser kommen müssen. Hier sind sie auch gerade nicht ganz zufrieden. Irgendwo hapert es dran. Ne? Gucken wir mal gerade durch. Strom ist da. Wasser ist auch noch da, sieht aber schon dann auch knapp aus. Jetzt ist noch die Frage, wie weit ist das mit dem Budget hier? Wasser kann also auch hier erhöht werden, würde... Was haben wir da, 70, machen wir mal 75% daraus. Gut. Wasser ist besser geworden, das ist noch gut. Müll ist auch noch da. Passt auch, würde ich sagen. Bildung ist schlecht. Mal
gerade noch mal gucken, aber warte, wir haben das auch, haben wir das runtergefahren? Ich glaube, das haben wir auch runtergefahren in der Bildung. Hier, ne, hier war die Bildung. Machen wir dann auch auf 75. Dann wird es da besser. Ja, hier die Bürogebäude sind mit 95% total glücklich und zufrieden. Die eher weniger. Das würde wiederum steuertechnisch bedeuten, dass wir den hier noch mehr abknopfen können, ne? Und der Rest lassen wir mal so. Ja, Zufriedenheit da. Gesundheitswesen ist noch top. Bestattungen 24% und Krematorium laufen wunderbar. Haben wir alles in den Griff gekriegt. Ne? War unser größter Fehler, den wir gemacht haben. Wind ist jetzt nicht so entscheidend. Verschmutzung ist klar. Verkehr. Da gibt es halt immer noch Bereiche, ne, die nicht schön sind. Ist halt so. Lärmbelastung haben wir überall. Feuertechnisch. Ja, Waldbrandgefahr haben wir. Und natürlich auch hier, so ist nicht, ne? Also müssen wir gucken, dass wir da irgendwann das wieder aktivieren. Das haben wir ja runtergefahren. Wie viel sind wir denn hier im Budgetplan da mit Feuerwache? Das war hier, ne? Ja, 50% ist das nur. Lass uns mal 55 machen. Dass wir da ein bisschen besser auch werden, ne? Hier sind wir bei 88 jetzt. Raub. Gefängnisverfügbarkeit ist riesengroß. Kriminalitätsrate sind 10%, da können wir mit leben. Ja, das haben wir alles runtergefahren. Transport, den müssen wir dann mal gucken, ne? Wann wir den wieder hochfahren. Ausgehende Verbindung. Ja, Export, ne? Das ist der Import, die importieren da. Export. Ist vielleicht auch irgendwo, keine Ahnung wo. Da ist Export am Laufen. Hier, gut. Das ist der Bodenrichtwert, ja. Niedrig, hoch. Eigentlich ist er ja niedrig gut, ne? Dann können die alle kommen, weil dann freuen die sich. Ja, und der Rest, Stadtviertel, Freizeit, Heizung. Heizung ist natürlich wenig zugange. Ist voll verfügbar hier. Weil da jetzt angeschlossen wahrscheinlich. Die sind alle glücklich. Und es gibt viele, die frieren. Aber eigentlich kennen die das nicht anders, ne? Gut. Dann das war Straßeninstandsetzung. Ja, die haben wir auch runtergeschraubt. Zustand der Straßen ist natürlich schlecht. Das ist nicht so dolle. Und was haben wir hier noch? Verkehrsrouten. Gut, Routen. Ich sehe jetzt nicht so ganz, was das mir sagen soll. Nee, da sehe ich jetzt nichts. Okay, aber ist jetzt auch nicht so weltbewegend schlimm. Das tut sich nichts. Kreuzungen. Straßen anpassen. Ich weiß nicht, wofür dieses Symbol dann da sein soll. Also ich weiß zwar, die, ne, kann man ja auch sich alles angucken, ist klar. Aber okay. So. Strom gibt es hier genug. Die machen den auch. Hier läuft es irgendwie. Ja, das wird weniger. Hier gibt es keinen zurzeit, der leer ist. Passt schon erstmal. Okay, was macht das Viertel hier? Wächst und gedeiht. Hol jetzt mal einen Bagger noch raus. Und löscht zum Beispiel diesen. Jetzt habe ich dem die Straße da geklaut.
Ärgerlich, müssen wir wieder neu aufbauen. Und können wir nicht, weil wir kein Geld dafür haben, ne? Nicht genügend Geld, das ist schlecht. Das war jetzt ganz schlecht. Doof gelaufen. Und das ist eine Hauptverkehrsader, die da reinging, oder? Ne, das war nicht eine Hauptverkehrsader, aber es war auf jeden Fall, naja, die können hier noch langfahren. Okay, dann geht's noch. Das dürfen wir dann später nicht vergessen. Was wir da gemacht haben, war nicht so toll. Kann man mit Steuerung Z etwas rückgängig machen? Nein, sieht nicht so aus. Leider. Gut. Hier stehen noch so ein paar Gebäude, die will ich auch noch gerade weg abreißen. Mach aber das an und reiße dann weg, das sieht man dann besser. Mal so rum. Das lass mal stehen. So, dann gerade hier rein und die Flächen bauen wir erstmal zurück. So, weg. Weg. Sieht gut aus. Da ist noch was. Da ist noch was gebaut, ne? Gut. Sieht dann hier auch besser aus. 94.000, 309, 44, 45 fast. Budgetfenster bitte einmal. Steuern wir das. Ne, wir gucken erstmal nach dem Smiley her. 70, 69, 71. Industrie ist glücklich und zufrieden. Gut, wir machen hier 10% raus. Machen da 12. Da 10. Mal 10. Da auch. Da machen wir 7. Die lassen wir bei 5. Darlehen. Könnte man hier aufnehmen, brauchen wir nicht. Wir sind sowieso hoch verschuldet. Gut. 344. Kommen in die Stadt. Ja, gut. Läuft, würde ich sagen, ne? Ja. Nochmal einen Blick rüber werfen. Ist ziemlich ausgedünnt, aber das ist okay soweit. Da ist alles dreckig bei der Industrie. Also jetzt erst gucken, dass wir finanziell hochkommen wieder, dass besser wird. Ist rein theoretisch am Laufen, ne? Aber diese Millionen, die werden wir natürlich erstmal dann auch einnehmen müssen und da wird es schwierig werden, ne? Gut. Dauert, aber so, diese Flächen, die kann man ja kostenlos machen, ne? Das ist das Wichtigste. Da müssen wir dann daran arbeiten, dass wir das hinkriegen, ne? Und dann wieder vielleicht das eine oder andere aktivieren, deaktivieren, je nachdem. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.